Mein Name ist Keule Altermeier, ich komme aus der Staatskanzlei, leite dort das Referat Digitale Gesellschaft Medienkompetenz. Das gibt es seit 3 Jahren und es ist ein Referat, das sich mit gesellschaftlichen Fragen von Medienkompetenz auseinandersetzt und auch mit allen Fragen von Digitalisierung. Ich gehe mal einfach in dieser Runde mal im Uhrzeigersinn weiter rum. Neben mir sitzt Hanne Vogt, seit 2008 Leiterin der Stadtbibliothek Köln, die wiederum 2015 Bibliothek des Jahres geworden ist. Von daher herzlichen Dank auch, dass wir heute hier sein dürfen. Ich gehe weiter. Neben Hanne Vogt sitzt Dr. Marc-Jan Eumann, Staatssekretär für Bundesangelegenheiten, für Europa und Medien in der Staatskanzlei NRW. Insbesondere von daher für Medien- und Netzpolitik zuständig und von daher auch nah an den Themen, die sich auch mit Ethik im Netz beschäftigen. Daneben sitzt Birgitta Theissen, freischaffende Künstlerin aus Düsseldorf, von der Kunstakademie, an der Kunstakademie studiert, bei Bernd Becher und Nennhofer, ist richtig, ne? Genau. Daneben sitzt Hannes Norberg, auch freischaffender Künstler in Düsseldorf, studiert bei Christian Megert, ist richtig, ne? Und Gerhard Merz. Beide werden uns gemeinsam auf den Respect Walks begleiten. Und beide haben auch pädagogische Erfahrung, nämlich in der, im Angebot der Jahresklassen für künstlerische Fotografie. Daneben sitzt André Spang mit doppelten Bezügen, einmal Kölner und auch lange hier tätig als Lehrer, Lehrer und Musiker und inzwischen, ja, haben mal welche gesagt, die Seiten gewechselt, würde ich jetzt nicht so sagen, auf jeden Fall in neuer Funktion, auch im Team des Referats Digitale Gesellschaft Medienkompetenz, dort für Medienkompetenz zuständig. Ja, das zu den Personen, die heute hier zusammensitzen. Worum geht's? Es geht um unser gemeinsames Projekt des Respect Walks im Rahmen der Woche des Respekts. Das ist ein Medienkompetenzprojekt. Das ist ein Projekt, wo Fotografie als Medium genutzt werden soll, das Sprachbarrieren überwindet. Da sollen Menschen, denke ich, zusammengebracht werden, die generationenübergreifend ins Gespräch kommen. Man soll einfach auch mal über Ethik und Respekt reden. Wir wollen konkret Foto- und Snapchat-Walks durchführen. Wir sind in Aachen morgen, wir sind am Mittwoch in Mahl, wir sind am Donnerstag in Münster, sind dort unterwegs und wollen uns mit ganz unterschiedlichen Aspekten von Respekt oder von Situationen, wo Respekt eine Rolle spielt, auseinandersetzen. Mit sozialen Notlagen, mit Sicherheit, mit Religion sind vielleicht so ein paar Aspekte. Wir haben das große Glück, dass wir in den Städten Gastgeber und Unterstützer gefunden haben, so wie wir es hier auch heute in der Stadtbibliothek Köln eine Bleibe gefunden haben, können wir zum Grimme-Institut kommen, zur Bezirksregierung Münster kommen, zum Euregionalen Medienzentrum. Wir werden unterstützt vom Bischof von Münster, von der Bahnhofsmission in Aachen, von der jüdischen Gemeinde in Münster. Wir sind auch in einer Einrichtung für minderjährige Flüchtlinge in Aachen. Und uns begleitet auch die Polizeipräsidentin des Kreises Recklinghausen. Wir sind in einer Polizeistation, können dort sein. Und wir können uns auch anschauen, wie eine Stadt, die Stadt Mahl, sich mit dem Thema Respekt auseinandersetzt. Details, auch da ein kleiner Werbeblock, gibt es unter respekt.nrw/respectwalk. Ja, das so zur Charakterisierung dieses Projektes. Vielleicht können Sie das Projekt noch ein bisschen in die größeren Bezüge einordnen, Herr Dr. Eumann? Das mache ich gerne. Die Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hat zur Woche des Respekts aufgerufen und das Wunderbare ist, dass Bürgerinnen und Bürger, Institutionen, Vereine, Verbände, Unternehmen sich beteiligen, um zu dokumentieren, wie wichtig dieses Thema für diese Gesellschaft ist. Wir haben vielerlei Anlässe, uns mit dem Thema Respekt füreinander auseinanderzusetzen. Das hat was ganz sicher auch damit zu tun, dass wir viele neue Erfahrungen, Menschen mit vielen kulturellen Hintergründen, auch in Nordrhein-Westfalen, willkommen heißen dürfen. Was heißt das eigentlich für diese Gesellschaft? Was macht das mit dieser Gesellschaft?
Nordrhein-Westfalen ist immer schon ein Land gewesen, in dem viele Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich engagiert waren. Wir wollen Respekt vor diesem Ehrenamt zum Ausdruck bringen, das in Sportvereinen genauso stattfindet wie bei der Freiwilligen Feuerwehr, wie bei Rettungsdiensten, in Schulen, anderen Vereinen. Und es wird, glaube ich, eine sehr spannende, bunte Woche. Sie haben den Hashtag genannt. Sie können, die Bürgerinnen und Bürger können das verfolgen. Und die Idee, die wir aus der Staatskanzlei, aus unserer Kompetenz für Medien- und netzpolitische Fragen entworfen haben, ist, dass wir diesen Respect Walk machen. Und auch ich darf mich herzlich bedanken bei unserer Gastgeberin, dass wir hier sein dürfen. Sehr gerne. Ja, vielen Dank. Jetzt haben Sie öfter das Wort Respekt schon genannt, aber wie nähern wir uns dem Begriff und dem Thema eigentlich? Was ist das eigentlich? Ich probiere es vielleicht mal so. Hätte mich vor einigen Jahren jemand gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, dass jemals wieder so gesprochen würde in dieser Gesellschaft, ich hätte es für ausgeschlossen gehalten. Dass der öffentliche Diskurs jemals wieder so verrohen könnte, dass so entgrenzt gegen Menschen gehetzt werden könnte, das war für mich unvorstellbar. Es scheint fast, als hätten sich herkömmliche Erwartungen an das, was ein Gespräch sein sollte, umgekehrt. Als hätten sich die Standards des Miteinanders schlicht verkehrt. Als müsse sich schämen, wer Respekt anderen gegenüber für eine so einfache wie selbstverständliche Form der Höflichkeit hält. Und als dürfe stolz sein, wer anderen den Respekt verweigert. Ja, wer womöglich möglichst laut Grobheiten und Vorurteile herausschleudert. Das ist Caroline Ehmke im Vorwort auf Seite 15 im Buch Gegen den Hass. Dieses Buch habe ich seit einigen Wochen immer in der Tasche und wenn ich Zeit habe, dann lese ich darin. Und irgendwie fand ich, dass das zur heutigen Veranstaltung passt, thematisch und einfach auch so ein richtiges Buch mitzubringen. Caroline Ehmke war auf der letzten Republika und hat auch dort referiert, auch in dem Kontext hat sie auch schon bestimmte Auszüge daraus gesagt und es war so, dass der große Saal auf der Republika gefüllt war und es war mucksmäuschenstill, alle haben zugehört und das war, finde ich, eine interessante Erfahrung, dass das auch trotz der Umtriebigkeit und Dynamik der digitalen Gesellschaft möglich war. Jetzt spricht auch Caroline Ehmke vom Respekt, aber was ist eigentlich Respekt? Ich habe da mal in die Wikipedia geguckt und habe die Definition gefunden, dass Respekt eine Form der Wertschätzung, Aufmerksamkeit und Ehrerbietung gegenüber einem anderen Lebewesen oder einer Institution ist. Mich würde eigentlich interessieren, so zum Stelleneinstieg, was bedeutet Respekt für jede und jeden hier am Tisch? Vielleicht kann man das so in drei prägnanten Schlagworten, auch gerne heute in Hashtags sortiert, sagen, damit wir vielleicht eine Vorstellung bekommen, was jeder und jeder von uns damit verbindet. Vielleicht fange ich einfach direkt hier mal an. Für mich verbindet sich Toleranz damit, Rücksicht und Augenhöhe. Ich bin bei der klassischen Übersetzung Wertschätzung, Empathie und Rücksicht. Ja, mir fällt zu dem Thema das Hashtag Vielfalt ein. Empathie wäre auch meins gewesen. Ich finde, das ist ein tolles Wort. Vielfalt ist es in jedem Fall. Es ist Offenheit. Ja. Alles noch was? Ja, Verantwortung fällt mir ein als Begriff. Vertrauen vielleicht auch. Ja, gut. Und Akzeptanz als Schlagwort. Und ich retweete die Hanna mit Augenhöhe und Fehlerkultur und Perspektivwechsel sind meine drei Hashtags. Dann runde ich das nochmal ab. Als Letzte bleibt gar nicht mehr so viel, glaube ich, Neues zu sagen. Ich bringe nochmal ein nah an Wikipedia: Aufmerksamkeit, Offenheit und Wertschätzung. Jetzt haben wir uns den Begriff so ein bisschen angenähert, daran anschließend vielleicht die Frage. Gibt es eine konkrete Situation, in der man, die hier eingebracht werden kann, wo es ja entweder
in eigener Person oder gegenüber anderen Personen eine Situation gab, wo Respektlosigkeit wahrgenommen wurde und die man hier einbringen könnte. Vielleicht fange ich einfach mal an der anderen Seite an. Genau, ich muss meine Stimme nutzen, solange sie noch funktioniert. Genau, Stimme ist ja das wichtigste Instrument eines Lehrers und ich war ja lange Lehrer, hast du gesagt. Und ich habe auch konkret noch kurz vor den Sommerferien ein Erlebnis mit, ich sag mal, Schülerin oder Schüler, dann kann man es nicht so festmachen, in einer noch sehr kleinen Klasse, 5 oder 6. Und ja, da ging es wirklich um das Ausloten, wie respektlos kann man als Schüler sein dem Lehrer gegenüber und was tut der. Das hat man oft. Natürlich die Situation kennt man auch noch aus seiner eigenen Schulzeit. Aber das war wirklich ein ganz hartnäckiger Fall. Und mit 16 Jahren Berufserfahrung hat es mich schwer zu schaffen gemacht. Und ich bin heute Morgen von Köln nach Düsseldorf gefahren, in der Bahn und habe mir Gedanken gemacht hier über unseren Periscope und habe auch gedacht, dass ich das als Beispiel bringen möchte und hörte plötzlich meinen Namen. Hallo Herr Spang, sind Sie nicht mehr in der Schule? Und gucke runter und dann sitzt sie oder er da und ich dachte, es gibt einfach keine Zufälle und sagte dann zu mir, wir vermissen Sie. Fand ich bemerkenswert. So kann sich das verändern. Ja, ja. Das wäre mein Beispiel. Ja. Gebe ich den Ball einfach mal weiter. Eine kurze Geschichte. Kurze Geschichte fällt mir ein. Ich war vor ein paar Tagen mit einem guten Freund in einer ganz normalen Eckkneipe in Düsseldorf ein Bier trinken und unterhalten uns ganz gut. Und irgendwann ist die Chefin des Ladens zu uns gekommen und meinte, sie müsste uns unbedingt eine Geschichte erzählen. Weil wir sie am gleichen Tag mit der Straßenbahn gefahren und sie wäre kontrolliert worden vom Fahrkartenkontrolleur und der Fahrkartenkontrolleur wäre eben schwarz gewesen und das hätte sie nicht fassen können, wie sich das Land eben verändert hier und hat es so offen gelassen. Also das finde ich jetzt auch ein Beispiel von absoluter Respektlosigkeit, wo man jemanden auf die Hautfarbe reduziert, jemand, der hier wahrscheinlich aufgewachsen ist, schlecht bezahlt wird, womöglich auch, und seine Steuern zahlt, wie jeder andere auch. Da springe ich vielleicht sofort rein, weil das total zu dem Beispiel passt, das ich auch mitgebracht habe. Das ist aber aus 2003. Ich dachte, da wäre die Welt irgendwie weitergegangen. Es war meine erste Fernreise nach Südafrika und da war ich in Kapstadt und habe ich gesehen, dass man sich nicht selbst entscheiden kann, wo man wohnt, sondern dass es Bereiche gibt, da wohnen die einen und es gibt Bereiche, da wohnen die anderen und die einen sind schon wirklich toll und schön und die anderen sind Townships und das fand ich auch ziemlich hart, dass eine Gesellschaft so respektlos sein kann, dass man an der Stelle keine Wahl hat, sondern solche Vorgaben hat, wo man sich aufhalten kann und ich habe gedacht, das wäre eigentlich, wir wären dann ein Stück weiter 2016, aber anscheinend gibt es da immer noch Diskussionsbedarf. Deswegen springe ich jetzt einfach mal als direkte Reaktion darauf ein. Ich hätte auch eine direkte Reaktion auf das, was du erzählst, von wegen jeder hat sein Zuhause. Ich arbeite ja viel mit der 50-50-Organisation in Düsseldorf zusammen, die Obdachlose mit ihrer Zeitung, wie sagen sie immer, von der Straße liest. Und da gibt es eben auch diese Zeitungsverkäufer, die vor Supermärkten und den Straßen halt stehen und was ich eben auch oft erlebe, ist halt, dass diese Menschen da auch, obwohl sie eigentlich nur versuchen, ihr Brot zu verdienen, ganz legal, mit Hilfe einer Organisation durch den Verkauf der Zeitung, dass sie eben auch verscheucht werden. Und das finde ich auch sehr respektlos. Einem Menschen gegenüber, der hilfebedürftig ist und versucht eben auch so sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Und letztlich ja was verkauft dort. Also auch eine Liebe. Das finde ich auch bemerkenswert. Ich habe auch überlegt, wie weit gehe ich zurück. Ich war in meinem früheren Leben Landtagsabgeordneter, habe regelmäßig in meinem Wahlkreisbüro Sprechstunden angeboten und habe viele wunderbare Erinnerungen an solche Sprechstunden, allerdings auch viele unangenehme, weil mir es
manchmal passiert ist, dass Menschen dann kommen, um wirklich sagen, pauschal zu beschimpfen. Das habe ich nicht nur als Individuum respektlos empfunden, sondern auch immer mit der Frage, kann ich eigentlich den nochmal für dieses demokratische, freie Gemeinwesen gewinnen können? Tatsächlich hat mich aber eine Geschichte in jüngster Zeit am meisten bewegt. Ich traf, wir fahren offensichtlich alle viel Straßenbahn und Züge, ich traf auch in einer Kölner Straßenbahn jemanden, den ich nicht häufig treffe und von dem ich auch weiß, dass er in dem Stadtteil, in dem ich lebe, in der Flüchtlingsinitiative aktiv ist und der gerade auf dem Weg war zum Integration Point, um dort eine syrische Familie zu treffen. Und er berichtete mir von einem wirklich, wie ich finde, erschütternden Ereignis, dass vor seiner Haustür ein offen deutsches Ehepaar, der Mann stürzte und zufällig kam der Syrer, der jetzt von meinem guten Bekannten betreut wird, kam vorbei, wollte dem Mann helfen und der sagte nur, lass mich in Ruhe, ich brauche von dir keine Hilfe. Und das war sagen, das Positive war, dass das der Anlass war, warum mein Bekannter sich um, sagen, mit dem Syrer beschäftigte und nicht mit dem gestürzten Deutschen, den jetzt sagen, auch hilft und begleitet, aber als er mir diese Geschichte erzählte, früh morgens in der Linie 4, war ich wirklich schockiert und ging mir so, dass ich gedacht, das darf doch eigentlich nicht sein. 2016. Ich habe zum Abschluss eigentlich ein Alltagsbeispiel, das lautet Telefonieren in öffentlichen Räumen, das wir hier in der Bibliothek erleben, aber auch vor allem ja in öffentlichen Verkehrsmitteln, was oft einhergeht mit dem Verlust der Wahrnehmung der Bedürfnisse anderer Menschen, auch dass man sich so auf das Smartphone fokussiert, da nicht mehr sieht, dass ältere, behinderte Menschen kommen, die vielleicht Platz brauchen und letztlich die Bedürfnisse der anderen völlig ausblendet. Ja, spannend. Kriege ich jetzt den Übergang zu der Frage, warum es hier ein guter Ort ist, über Respekt zu reden. Vielleicht, weil es mich interessiert. Warum ist hier ein guter Ort, über Respekt zu reden, hier in der Stadtbibliothek Köln? Weil Bibliotheken zutiefst demokratische Orte sind. Sie sind offen für jedermann und in Bibliotheken treffen sich Menschen aller Schichten und aller Generationen. Vom Villenbewohner bis zum Obdachlosen, vom Hauptschüler bis zum Akademiker. Und Bibliotheken sind auch einer der wenigen konsumfreien Orte, die es in einer Stadt gibt. Sie stehen eben heute nicht mehr in erster Linie für Bücher, sondern für Menschen. Und diese ganz unterschiedlichen Menschen, deren Bedürfnisse wir hier unter einen Hut bringen müssen, das erfordert auch einen gewissen Respekt zwischen Lautsein, was ich vorhin gerade hatte, und Leisesein. Aus diesem anderen Ansatz entwickeln sich aber auch neue Veranstaltungsformate, die auf Respekt fußen. Beispielsweise bringen wir hier Generationen zusammen bei meinem Programm, das heißt Junior Experts. Das sind die Schüler, die Lehrenden und die Erwachsenen sind die Schüler. Spannend. Und hier geht es vor allem um digitale Angebote, wo die jungen Leute ihr Wissen an die Älteren weitergeben und aber so im klassischen Austauschprozess die Älteren, die geben wieder Hausaufgabenhilfen, also wir bringen hier Generationen zusammen. Andres Schüler waren hier sehr aktiv. Und ich denke, dass dadurch, dass man so eng dann miteinander zu tun hat, auch Wertschätzung entsteht füreinander. Und es geht einem einfach das Herz auf, wenn man sieht, diese Lerngruppen zusammen, wie ältere Damen von 15-jährigen Jungs lernen. Kannst du das noch ein bisschen erläutern? Oder ist das eigentlich, was
was ihr da gemacht kann habt. Kann ich gerne tun. Lustigerweise habe ich heute eine WhatsApp-Nachricht bekommen von zwei Schülern, die, weil du hast gesagt, waren, die noch aktiv sind in dem Castellonia Experts Projekt, und die haben gefragt, sie haben jetzt einen Termin irgendwie in 2 Wochen und da hätten sie Unterricht, ob ich sie entschuldigen könnte. Da habe ich gesagt, kann ich jetzt leider nicht mehr, aber wird schon klappen. Also was da konkret gelaufen ist, die Schüler haben bei uns in der Schule mit digitalen Medien und Geräten gearbeitet und haben dann Know-how eben erlangt, und das Know-how haben sie ja hier in Workshops für Bürgerinnen und Bürger, an kostenlosen Workshops an Samstagen oder freitagsnachmittags weitergegeben. Da ging es also darum, wie benutze ich so ein Tablet, um ein Video zu machen oder Musik zu produzieren, oder wie benutze ich Skype, um meine Enkel anzurufen. Das waren ja dann eben ältere Menschen. Und ich fand es auch ganz spannend, weil das Stichwort ist ja generationenübergreifend, ist ja auch genau das, womit wir uns jetzt beschäftigen. Ganz spannend zu hören, was die Schüler dann wieder in die Schule mitgebracht haben, weil die in der Tat auch in den Workshops ganz viel von den älteren Menschen gelernt haben, wie die diese Dinge sehen, und dann vielleicht auch die Sachen nochmal neu eingeordnet haben, mit denen sie täglich umgehen. Mhm. Vielleicht kriegen wir da auch schon einen ganz guten Übergang auch zu dem Projekt, das wir jetzt ja vorhaben, weil das ja eigentlich auch eine ähnliche Intention ist, also unterschiedliche Leute zusammenzubringen und vielleicht auch generationenübergreifend voneinander zu lernen. Und vielleicht würde mich auch vor diesem Hintergrund interessieren, was euch eben begleitet, das ist ja auch künstlerisch irgendwie, was euch daran eigentlich reizt, so ein Projekt zu begleiten. Ja, also ich finde ja, dass Kreativität oder in diesem Fall ja fotografisch-filmerische Ausdrucksmöglichkeiten eben auch in so einer offenen Plattform wie ja eben auch das, der Respect Walk eben auch jedem, der möchte, zur Verfügung stellen kann, also dass jeder teilnehmen kann, dass in diesem Kreativbereich eben auch die beste Möglichkeit ist, eben auch Empathie zu entwickeln, also Kreativität als eben Mittel von Fantasie entwickeln lassen, eigene Perspektiven zu entwickeln und eben auch Empathie zu entwickeln für das Gegenüber. Ne? Oder was eben auch ja von euch organisiert wurde, diese hervorragenden Orte, diese spannenden Orte, wo eben auch Menschen eingeladen sind zu kommen und sich kreativ auszudrücken. Das finde ich ist schon der erste Schritt, um eben auch einen Respekt zu dem Gegenüber oder eine Haltung zu entwickeln. Ne? Mhm. Und ja, habe ich deine Frage beantwortet? Ich ja. war jetzt so. Dann, ja, ich finde schon. Ich würde dann einfach interessieren, was Johannes das einschätzt. Ja, was mich besonders reizt, also ich arbeite ja seit einigen Jahren auch an verschiedenen Hochschulen mit Studenten. Und da ist es so, dass man die Leute so nach und nach auch kennenlernt, wie sie arbeiten, auch wie sie denken. Und wenn man dann eine fotografische Aufgabe stellt, weiß man auch irgendwann schon so ein bisschen vorher, was man erwarten kann. Ist irgendwie überschaubar. Und das finde ich das Spannende an dem Projekt, dass da jetzt Leute zusammenkommen, die sich möglicherweise untereinander nicht kennen. Wir kennen sie nicht, die kennen die Orte nicht wirklich, und es ist eigentlich nicht ganz klar, welchen Leuten wir begegnen dort vor Ort. Also es ist alles sehr offen, und es macht es unheimlich spannend, wie die Leute interagieren und mit der Situation umgehen. Und das finde ich, glaube ich, ist das, was dieses Projekt ausmacht und wo die Chance liegt, dass wirklich auch was Besonderes da entsteht, was genau diesen Punkt zeigt, wie die Leute kommunikativ mit umgehen, mit dem Medium Fotografie oder mit dem Snapchat oder wie auch immer sie das umsetzen wollen. Und das finde ich das Spannende eben an diesem Projekt. Und vielleicht kurze Nachfrage, gibt es jeweils einen Lieblingsort, wo ihr besonders gespannt seid, was euch da erwartet? Ja, ich bin ja natürlich erstmal an Orten interessiert, wo ich noch nie war. Ich freue mich total auf das Polizeipräsidium und die Umkleide. Weil wir haben überlegt, wollen wir denn wirklich, ich meine klar, Respekt steht und fällt mit Menschen, mit menschlichen Miteinander, aber wir haben überlegt, dass ja nur eigentlich, Hannes und ich, wir haben überlegt, nur den Menschen abzubilden, das ist es ja nicht auch nur, sondern
eigentlich auch eine Uniform eines Polizisten stellt ja auch schon etwas dar. Mhm. Und das finde ich auch spannend. Und es ist spannend, dass jeder, der mit uns geht, eben auch die Möglichkeit hat, an solchen Orten zu fotografieren. Ne? Und ja. Was ist dein Lieblingsort? Also ich finde die Städte an sich alle sehr interessant und sehr unterschiedlich. Ich habe da total unterschiedliche Vorstellungen, irgendwie, wenn ich die Namen der Städte höre und auch die Orte, an die wir gehen werden. Aber ich glaube, besonders Mal, da verbindet man am wenigsten eigentlich so als Außenstehender mit irgendwas bildnerisch. Und trotzdem ist es vielleicht gerade deswegen eine der interessanteren Städte, wenn man sich so ein bisschen mit der Geschichte der Stadt beschäftigt, die vor 100 Jahren noch ein kleines Dorf war und so mitten in die Prärie gebaut wurde, kommt mir das immer so ein bisschen vor wie so eine Goldgräberstadt, wo die große Zeit des Goldschürfens vorbei ist. Und man ist auch immer so ein bisschen mit diesen beiden Polen des Reichtums, der noch irgendwie ablesbar ist an der Architektur, die da mal herrschte, und dem Verfall andererseits konfrontiert. Und genau da, finde ich, ist so ein Spannungsfeld, was wirklich überall ablesbar ist und wirklich auch eine gute Kulisse darstellen könnte für unser Projekt. Ja, vielleicht dann nochmal so zur Abrundung. Wir sind ja jetzt sehr stark in der künstlerischen Fotografie gewesen, auch in der, in dem Schaffen, dann auch wirklich Fotos zur Ausstellung zu haben. Wir wollen aber ja auch Digitales mit einbringen und deswegen auch nochmal vielleicht die Frage an dich. Du kümmerst dich ja auf den Walks auch darum, André. Wieso macht es Sinn, auch neue Formen von Kommunikation und Mediennutzung auf den Walks zu testen? Und welchen Gewinn bringt das vielleicht auch für Medienkompetenz? Also ich habe damit in den letzten Jahren immer experimentiert, also für mich selbst privat in der Nutzung und natürlich beruflich, einfach neue Formate auszuprobieren und auch mit digitalen Medien konkret was zu tun. Also mein Motto sozusagen, lernen über und mit Medien, oder das ist eigentlich so der springende Punkt, um es greifbar zu machen. Und eben unter dem künstlerischen Aspekt jetzt in Musik, auch was kann ich damit anfangen, damit da Musik rauskommt sozusagen. Und ein Beispiel ist, ich habe mit einem Kollegen vor gut 3 Jahren einen Twitter-Chat ins Leben gerufen und wusste auch nicht, was da draus wird, ob das überhaupt funktioniert. Und es gibt ihn immer noch und es vernetzen sich jeden Dienstagabend Hunderte von Lehrern auf Twitter und diskutieren über schulische Fragen und spannenderweise morgen über das Thema Hate Speech. Ich bekenne mich schuldig, ich habe das Thema vorgeschlagen, aber es wurde demokratisch abgestimmt von den Kollegen und so ist es morgen das Thema der Woche geworden. Insofern finde ich es sehr spannend und natürlich dann mit Fotokünstlern zusammenzuarbeiten und selber viel dabei zu lernen. So passt das für mich irgendwo, so wird ein Schuh draus. Jetzt haben wir sehr viele unterschiedliche Seiten ja gesehen, auch sehr viele unterschiedliche Facetten, allgemein zu Respekt, aber auch zu dem Projekt konkret. Wenn man jetzt sich so zum Abschluss kommt, die Frage steht, was wünschen wir diesem innovativen Projekt? Auch hier vielleicht so eine prägnante, schlagwortartige Rückmeldung. Was geben wir unserem kleinen Projekt mit auf dem Weg? Ich muss jetzt vor allem der Versuchung widerstehen, nochmal was zu sagen, was Hannes formuliert hat, weil Mal ist im Zweifelsfalle immer in einem Transformationsprozess und nie in einem Verfallsprozess. Also könnte dazu noch einiges sagen. Ich verbinde mit Mal übrigens das großartige Grimme-Institut, mit dem wir fantastische Projekte machen. Und das ist der Leuchtturm für Qualität und Orientierung, für Haltung. Und es war ein ganz schlauer Weiterbildner, der genau sich diesen Ort ausgesucht hat, auf den man sonst nicht kommen würde. Aber ich bin ganz sicher, in so einer großartigen Stadt wie Köln oder Düsseldorf würde das Grimme-Institut eine andere Strahlkraft entwickeln, die weniger sichtbar wäre und die weniger diesen großartigen Solitärcharakter hatte. Jetzt habe ich natürlich doch das getan, was Politiker so gerne tun, gar nicht auf die Frage zu antworten, sondern erstmal das zu sagen, was ihnen noch ein bisschen unter den Nägeln brennt. Das gehört zur Erfahrung dazu. In 3 Hashtags. Erstens Neugierde, zweitens Dialog und drittens RESPECT.
Ja. Ich wünsche mir Fantasie, Hierarchielosigkeit und Freude an dem Gefundenen, dem Entdeckten. Ja, Offenheit könnte ich mir vorstellen, Nachhaltigkeit, dass das Ganze auch irgendwie über diese Woche hinaus noch wirkt und natürlich auch gute Resultate, dass es was zum Sehen gibt. Ja, Vernetzung, wie passt zu deiner Nachhaltigkeit? Und als Lehrer eine steile Lernkurve natürlich. Und dann habe ich bei Ihnen abgeschrieben, Respekt. Ich weiß jetzt noch weiter. Ich hatte eigentlich auch die Neugierde, ich habe aber auch noch die Aufmerksamkeit, die Akzeptanz und die Unvoreingenommenheit. Ja, dann schließe ich ab mit spannenden Begegnungen, mit voneinander lernen und einer hoffentlich guten Wahrnehmung des Projektes. Und ja, sage einfach ganz herzlichen Dank an die Runde und auch herzlichen Dank an die, die ja, mit zugeschaut haben und unser kleines Gespräch verfolgt haben. Und da nochmal die Ermunterung, bitte begleiten Sie, begleitet uns, wenn es nicht auf den Walk tut, doch wenigstens im Netz. Der Hashtag ist Hashtag RespektWalk. Wir freuen uns über Input, Rückmeldungen und Resonanz. Vielen Dank. Die Ausstellung? Vielleicht sagst du noch was dazu. Ja, ja, es wird im März, gibt es dann eine Ausstellung in der besagten 50-50-Galerie in Düsseldorf, eine Benefit-Galerie zugunsten obdachloser und schutzbedürftiger Menschen. Da werden Hannes und ich Bilder aussuchen für diese Ausstellung und das findet im März statt. Ist der Plan, genau. Genau. Deswegen hoffen wir sehr, dass ganz viel passiert auf den Walks und wir dann auch ganz viel zu zeigen haben im Sinne von Nachhaltigkeit. Ja, dickes Danke. Tschüss. Tschüss. Gut, dann muss ich wieder ausschalten. Ja, haben Sie